Ja, das geht mir schon wieder so dermaßen auf den Sack. Man sieht, es ist so richtig tolles Wetter, ne? So richtig schönes Wetter. Kicken wir mal, ob wir gleich richtig sind oder ob wir generell gerade richtig sind. Das ist jetzt hier die Frage. Weit kann es ja nicht mehr sein. Aber schauen wir mal. Aber das ist jetzt hier rechts. Gibt es Parkplätze? Aha, aha, aha. Ist ja interessant. Parkplätze nur für Mitglieder. Naja, Angelsport. So, war ich hier nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, da. Ja klar, war ich hier schon mal. Doch, ich war hier schon. Ja, ich war hier schon. Alles klar. Weiß ich Bescheid? Weiß ich Bescheid? Und bis hin. Von da aus komme ich, also ich muss. Ich war hier schon mal. Ja, das geht mir schon wieder so dermaßen auf den Sack. Ganz ehrlich, also beim besten Willen. Jetzt wurde ich gerade wieder rausgeschickt, weil ich keine Maske an hatte. Keine Mundschutzmaske. Kein Schwein da drin im Büro. Erstens steht es erst am Büro, dass da eine Maskenpflicht herrscht. Eine Maskenpflicht Pflicht herrscht. So. Weder hier vorne am Eingang noch bei der Halleneingangstür steht irgendwas dran von Maskenpflicht. So, wenn du aber da drin gehst, in die Halle, kein Schwein, der da arbeitet, trägt eine Maske. Kein Schwein im Büro trägt eine Maske. Die hocken da alle dicht aufeinander. Ich werde rausgeschickt, weil ich jetzt keine Maske dabei hatte. Das war mindestens 3 Meter Abstand gewesen von mir zu irgendeinem Büromitarbeiter. Junge, nee, ey. Und dann aus Demonstrationszwecken ziehen sie sich eine Maske über, wenn sie zu diesem Schalter gehen, wo sie die Kunden empfangen. Aber die ganze Zeit sitzen sie da und hocken aufeinander und haben keine Maske an. Genau das ist mein Humor. Genau das ist das, was ich geil finde. Ja, das ist, weiß ich nicht. Dann sollen sie vorne leer am Tor irgendwie mit Maskenpflicht und dann ist doch okay.
aber doch hier nicht so eine Scheiße hier veranstalten, also mit dem besten Willen. So, jetzt sind wir nach 3 Stunden. Sind wir endlich mal durch. Wir haben jetzt 13 Uhr. Und jetzt fahren wir nach Wiesloch. Ah, ich schätze mal 2:30. Wir wollen es jetzt nicht über. Oh Mann, ey. Scheiß Baum, ey. Wollen es mal nicht übertreiben. Ja, vielleicht 3 oder so. Unterwegs noch ein Päuschen machen. Um 11 Uhr durften wir reinfahren zum Laden. Hat schon 3/4 Stunde gedauert. Jetzt sind wir unterwegs Richtung Heimat. Stehen aber im Stau. Aber werde ich mal woanders lang gefahren. Ey. Ich weiß nicht, warum die hier auf der A6 bei Heilbronn oder in Richtung Heilbronn sich hier immer so dämlich anstellen mit dem. Mit dem Einordnen oder mit dem Geradeausfahren generell in dieser Baustelle. Verstehe nicht, warum die alle immer so dämlich sind. Man braucht einfach nur geradeausfahren und dann ist es doch okay. Aber kriegen die alle nicht geschissen hier. Ja, morgen höchstwahrscheinlich nochmal Stahlwerk laden und Sonntagabend rausfahren. Weil wir haben nichts Besseres zu tun. Thank you.
Horio! Bisschen weit weg gerade, wa? Aber macht ja nichts. Ich fahre heute doch nicht mehr ins Stahlwerk. Hat sich erledigt. Weil die haben keine Fuhre für uns. So, jetzt muss ich mal. Und ja. Eigentlich ist da heute schon wieder großartig zu tun. Jetzt muss ich hier sagen, aber Kupplung, ey. Wir fahren jetzt aber trotzdem noch immer kurz Heiningsdorf. Eine 6 Meter lange Stahlschiene abholen und W-mal 3 Meter Alu. Boah, Alter, der hat einen Wendekreis wie ein Güterzug. Quietschen tut er, die Mistsau. Alter, ist hier irgendwo ein Tier eingeklemmt oder so? Ohne Witz. Quietsch und Quark, ey!